Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Im letzten Part haben wir uns in diesem Spatzenhaus umgesehen, nachdem wir uns darin jetzt hier umschauen dürfen, nachdem wir die Tochter gerettet haben. Und dieser Spatz hier hinten bei der Quelle hat ein Problem. Die Quelle fließt nicht mehr so richtig und jetzt sollen wir also helfen, die Quelle zu finden, indem wir Löcher graben. Danke euch beiden. Sehr gut, ich werde das heiße Quelle-Grabspiel erklären. Wenn das Spiel beginnt, werde ich anfangen, umherzulaufen. Deine Aufgabe ist es, schnell zu graben, sodass ich tief runterkomme. Aber sei vorsichtig, es lauern viele Gefahren unter der Erde. Ich werde mich beim Laufen auf das Wasser konzentrieren, deshalb werde ich Gefahren nicht ausweichen können. Und wenn ich zu schwer verletzt werde, dann werde ich nicht weiterspielen können. Aber wenn ich tief genug hinunterkomme, dann werde ich dir zeigen, wo das heiße Quellwasser hochkommt. Soll ich dir das nochmal erklären? Nicht nötig. Gut, hier ist das wenigstens das erste, nicht so wie bei Zelda früher. Wenn man nicht aufgepasst hat, dann durfte man sich den ganzen Schmarrn nochmal anhören. Gut, dann lass uns das heiße Quelle-Grabspiel beginnen. Minispiel, yay! Da freuen wir uns doch alle. Benutze den C-Knopf und schwinge die Wii-Fernbedienung, um die Blöcke zu zerbrechen. Ach so. Warte mal. C und da unten. Okay, keine Ahnung. Ah, verdammt! Halt! Zwei, Hilfe! So komme ich weit. Blöcke können verschiedener Art sein. Achte bei deinem Abstieg in die verschiedenen Arten. Auf die verschiedenen Arten. Das Spiel endet, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Oder wenn du, wenn dein Begleiter Schaden nimmt. Dann wird dir für die verfügbare Zeit sogar noch kürzer. Sei vorsichtig. Du kannst zusätzliche Zeit in den Riesenknospen finden. Lass sie dir nicht entgehen. Probiere verschiedene göttliche Pinseltechniken, um Felsen zu zerbrechen, um voranzukommen. Okay. Okay. Okay, vielleicht sollte ich hier wirklich... ja, Bomben. Bombenstimmung verbreiten. Da unten kommt er, okay. Bin im Wasser, gut. Ja, toll. Vielleicht kriege ich es ja jetzt hin. Okay. Das müsste beides zerbomben. Wenn ich hier eine Bombe hinplatziere. Da wird es nichts bringen, oder? Kann ich da eine Bombe platzieren? Ne, kann ich nicht, okay. Mist. Ja, komm schon. Brauche Bomben. Ich könnte eigentlich gleich da unten auch Bombe basteln. Ich will kurz versuchen, mir Zeit zu holen. Ja, komm schon. So. Ja, und jetzt? Du wirst mir zeigen, wo das Wasser ist. Warte mal. Hilfe. Ach, der zeigt dann drauf, oder wie? C. Schütteln. Blöcke können unterschiedlicher Art sein. Ah, zerbrechen soll auch irgendwie... Ah, warte mal. Der zeigt da irgendwas. Ach so, halt. Kann ich hier dann buddeln? Tatsache. Okay, so war das. Weil der hat ja vorher irgendwas gesagt von Loch buddeln. Okay. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ich glaube, ich hab gewonnen.
Hat so ein bisschen was von diesem Goldminer-Flash-Spiel, falls ihr das kennt, finde ich. Aber okay, gut. Wir haben das Wasser gefunden. Schön. Wasser! Wasser! Das Wasser fließt wieder! Ich dachte schon, du seist ein Pyromane, du Spatz. Siehst du, wie ich schon sagte, meine Bambusware lügt nie. Gut gemacht, Amy. Danke euch beiden. Das werde ich niemals vergessen. Ihr beide könnt jederzeit umsonst ins Badehaus kommen. Amy. Oh, ich werde den heißen Quelle-Tanz ewig weiter tanzen. Ja, der ist voll am Updancen hier. Oh. Sieh, Amy, es passiert schon wieder. Oh, neue Technik, oder wie? Das finde ich ja herzallerliebst. Da freue ich mich doch. Okay. Flip. Flip. Oh, den habe ich versetzt. Egal. Flip. Ah, dammit. Ein paar habe ich versetzt. Ein paar habe ich versemmelt. Egal. Wen haben wir denn hier jetzt? Sieht irgendwie aus wie eine Schlange in einer... Ja. Glaskugel. Och, die Arme. Soll man dir irgendwie helfen? Amy pennt lieber. Urigami. Ah, Amaterasu, Quelle aller Guten und unser aller Mutter. Ich hatte mich hier versteckt und wanderte unter der Wasseroberfläche. Ich, Murigami, Gott des Wassers, bin glücklich, dir meine Kraft zu verleihen. Befeuchte die durstige Erde und stelle den Glanz der Natur wieder her. Ja, gerne doch. Also, falls wir irgendwo Wasser brauchen, dann können wir es besser machen. Wassermarsch und so. Feuer löschen und sowas. Vielleicht damit vielleicht auch die Blätterhaufen wegschwimmen? Ist es das vielleicht statt Wind? Murigami. Oh, das ist der Gott des Wassers. Das bedeutet dann wohl, dass du die Wasserstrahlpinseltechnik bekommen hast. Autsch, autsch, heiß, heiß, heiß. Und da darf ich sie gleich mal testen. Feuer, ich brenne. Du hast deine Quelle. Nein, das Braten war eine dumme Idee. Aber du hast Glück, Amy. Braucht ein bisschen Übung. Amy, versuch das Feuer mit der Technik Wasserstrahl zu löschen. Wasserstrahl ist eine Pinseltechnik, die sich die Kraft des Wassers zunutze macht. Ziehe einen Strich vom Wasser aus zum Ziel hin. Ach so, okay. Die Kraft des Wassers wird sich der Linie, in der Linie manifestieren und einen Strom erschaffen. Genug geredet. Du solltest es lieber schnell probieren, bevor er ganz durch ist. Ziehe einen Strich von der Linie zum Spatzen. Okay. Jo. Fast, aber noch nicht ganz. So machst du einen Strom, indem du einen Strich von Wasser aus ziehst. Und das Feuer zu... Ja, bis zum... Ja, ist okay. Ich hab doch bis zum Spatzen gemalt. Hier, mach mal halt sowas. Exzellent. Kein gebratener Spatz für dich. Aber zumindest kannst du einen Strahl machen. Aber das ist noch nicht die ganze Macht vom Wasserstrahl. Siehst du das blubbernde Wasser in der Mitte der heißen Quelle? Das nennt man eine Wasserkraftquelle. Stelle. Die Kraft des Wassers ist dort konzentriert. Wenn du von dem blubbernden Wasser aus einen Strich direkt hochmalst, würde ich wetten, erschaffst du eine riesige Wassersäule. Okay. Das hört sich... Das klingt gut. Wumm. Das ist es, was ich gemeint habe. Erst beherrschst du Wasserkraftstellen. Schön. Und wieso, wenn ich so hoch springen kann? Hey, wusste gar nicht, dass du das kannst. Vielleicht können wir das einsetzen, um Schätze an hochgelegenen Plätzen zu finden. Erschaffe einfach immer eine Wassersäule, wenn du eine Wasserkraftstelle siehst. Ja, gerne doch. Aber ist erstmal... Falsch. Hier. Ja, der war ekelhaft. So, der war besser. Jawohl. Das... Ich probier's mal wegzubomben. Mehr schief gehen kann's nicht. Boom. Okay. Hat nicht so recht funktioniert, wie ich gehofft hatte.
Aber okay. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, ich habe das Gefühl... Ja, welches Gefühl eigentlich? Dass ich hier... sowas machen kann. Und mir das irgendwas bringen könnte. Ach, da geht's auf, okay. Ja, ich habe per auf Anhieb das richtige Gefühl gehabt. Per Anhieb durch die Galaxis oder so ähnlich. Ja, gut. Ah, das doch nicht. Karte? Ja, jetzt kommen wir zum Hundekrieger, okay. Füttern! Samen! Ihr kennt mich ja immer, alles füttern, was auf dem Weg liegt. Und inzwischen skippe ich es ja. Beim ersten Mal wollte ich es ja noch sehen. Was vielleicht verständlich ist, wenn man bedenkt, dass ich dieses Spiel hier ja noch nicht kenne. Reisende beten zu diesem kleinen Kerl für eine sichere Reise. Ja, okay, aber ich bitte jetzt nicht. Aber inzwischen kenne ich es ja schon so ein bisschen und deswegen habe ich das nicht mehr nötig, mir das anzuschauen. So, wer bist du? Oh, guck mal, ich kann dich füttern. So. Jetzt sag mir aber, wer du bist. Vom Wasser zum Dings malen, da oben ist so ein Bambusrohr. Kann ich dann von deinen Tränen nach da oben malen? Zwitscher, Zwitscher. Wow, ganz schön viel Gezwitscher hier. Hey, was soll denn das ganze Gezwitscher, Kind? Nenn mich nicht Kind. Ich habe einen Namen, weißt du? Er lautet Tai. Und ich zwitschere nicht, ich weine. Zwitscher, Zwitscher. Vollsuße Tai. Oh, du weinst. Also, was soll dieses komische Geweine von dir? Taki ist weg. Er verschwand, während wir draußen spazieren waren. Zwitscher, Zwitscher. Wer ist Taki? Ist er ein Freund von dir? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Zwitscher, Zwitscher. Wieso verlieren alle ihren Hund? Oh, Hundesucher. Ja, das macht natürlich Sinn. Oh, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Ja, das bedeutet, dass wir einen Hund suchen. Wer hätte es gedacht? Hättet ihr das gedacht, wir suchen einen Hund? Man hätte es ja fast vergessen können. Ich wollte die Tiger noch füttern. Hm? Siehst du auch, was ich in ihr sehe, Amy? Oder habe ich Halluzinationen oder sowas? Der Bambus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn fällen. Ja, aber erstmal, hallo, ihr fresst mich doch nicht, oder? Ey, nicht fressen. Ich hab euch ja schon Fleisch mitgebracht, ja? Nicht fressen. Oh, ein kleiner, ein süßer, putziger Tiger. Da möchten wir doch gleich reinknuddeln. Eigentlich. Andererseits sollte man das halt lieber nicht machen, weil sonst ist man bald Geschichte, denke ich. Oh, toller Dingens. Warte. Nein, nein. Du sollst den Bambus fällen, der aufleuchtet. Das ist doch so offensichtlich. Ja, der hat jetzt aufgeleuchtet. Geschafft. Was macht denn ein Hund da drin? Ja, das hätte ich mich bei dem anderen Bambus im Dorf auffragen können. Zwitscher? Taki. Taki ist wieder da. Ja, take that. Taki, was ist los, Junge? Warum knurrst du? Zwitscher, warte mal. Was, dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh, Mann. Hey, warte, ich glaube, dieser Flohsack versucht uns etwas zu sagen, hm? Weißer Wolf, mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Ich wurde von Fusime geschickt. Ein G. Hast du das nicht gehört? Hast du das gehört, Amy? Er muss einer der Hundekrieger sein. Ja, der G. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Amy? Kampf beginnen? Ja. Okay, sicher, dass du bereit bist? Gib jetzt alles. Ja, den Kampf machen wir noch. Wuff, wuff. Alter, hör auf, so rumzuspringen.
Dann mache ich es halt so. Wenn du so ekelhaft rumspringst. Alter, du Kacksprung. Du bist kein Känguru, Alter. Du bist kein Känguru. Meine Güte. Wie soll man den denn erwischen, wenn der die ganze Zeit so rumspringt? Ich erwische den ja nicht mal damit. Alter, ja, fuck you, ey. Ja, komm schon. Ich sollte vielleicht mal einen Knochen nehmen. Benutzen. Ich kämpfe gegen einen Känguru, nicht gegen einen Hund. Au! Kann ich hier vielleicht den machen? Ja, komm schon. Okay, jetzt kann ich weiter draufhauen. Okay, ich glaube, bald haben wir ihn. Ich glaube, bald haben wir das Känguru besiegt. Echt nervig. Ja, ja, ist okay. Du kannst nicht mal treffen, du Känguru. Okay, erst hast du getroffen. Ist okay, ist okay. Reg dich ab. Ist okay. Ja, okay, dann machen wir es halt einfach so. Ja, jetzt komm wieder her. Danke. Dieser blöde, verdammte Drecksköter. Eigentlich mag ich Hunde ja, aber der hier ist nervig. Der hält sich für ein Känguru. Endlich. Gib mir die Perle, genau. Jo. Hör auf damit, lass ihn in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, oder Flohsack? Du komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fusine mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasa-Zuflucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm. Sie würden alle... Ach, was soll ich nur tun? Oh. Erhalten Pflichtkugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey, warte mal eine Sekunde. Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Jetzt bin ich von meiner Pflicht befreit. Ich kann meinem Herzen folgen. Hä? Okay, wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie schon Sinn machen.
Ich werde nicht zulassen, dass du Tages so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Zwitscher! Hey, könntest du vielleicht noch einmal ein anderes Gesicht machen, Vögelchen? Ja, so stupsen wir dich kaputt. Oder ihn hier. Ja, okay, gut. Dann hat sich das jetzt auch erledigt. Vorbei an den schönen Tigern. Und ich würde sagen, ich gehe noch schnell speichern. Sofern es hier irgendwo ein da vorne, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das soweit von meiner Seite aus für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei beim Zuschauen. Ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Oh. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wäschst du nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Ja, heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Ist es nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen? Oh, du hast recht, das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Ja, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival. In der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schrecklichen Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst? Ich liebe Feste einfach. Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wölflein, hat mein Handy gerade schon zum zweiten Mal vibriert. Was ist denn los? Ich würde dir gerne etwas geben, zum Dank für deine Hilfe beim heiße Quelle Grabspiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es für dich nützlich sein. Hier, für dich. Erhalten Meerjungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Oh, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrau-Quellen bekannt sind. Man sagt, man kann zwischen ihnen reisen, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Bis jetzt ja leider nicht viel. Tut mir leid. Ja, ist okay. Was willst du noch sagen? Es ist fast schon Zeit für das Fest. Der Vollmond ist schon bald aufgegangen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, seit die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer noch an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Ach, ich schwelge schon wieder in Erinnerungen. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambuswaren fertig mache. Ja, dann mach das doch einfach und ich gehe es speichern. So, auf jeden Fall. Jetzt wirklich war es das für diesen Part. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Okami. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.